Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Banished in Minyadropolis. Ich habe wieder mal einige Tage nicht aufgenommen und muss mich jetzt wieder erst in das Spiel ein bisschen reinfinden. Ich hoffe, das kriegen wir hin. Im Menü sehen wir schon mal, oder in der Logdatei sehen wir Child Names, Amenity was born. Amenity? Man nennt sein Kind denn so bitte? Naja. Was macht eigentlich der Brunnen, außer schön auszusehen? Gute Frage. Wer weiß es schon. Schauen wir mal. Wo waren wir eigentlich das letzte Mal? Wir haben uns wieder auf dem Weg der Besserung befunden. Wir haben immerhin schon 55 Einwohner, 15 Kinder, 8 Students. Da sind sie. Und, was hatte ich da an Projekten? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach genau, ich habe das Gatter geteilt. Ich habe die Giggle hier. Ich muss unbedingt beim nächsten Mal wieder Schafe ordern. Die sind ja durch ein mysteriöses Schafsterben verstorben. Gut, hier hinten haben wir noch ein Haus. Hier haben wir Felder. Ich überlege, ob wir nicht eine Scheune hier oben hinbauen. Dann müssen die nicht so weit rennen. Oder lasse ich es da? Oder ich mache eine Scheune hier hin. Oder ich mache hier drunter noch Felder und dann noch mehr. Schwierig. Vielleicht mache ich es so, dass ich jetzt hier einfach mal einen Platz lasse. Was brauchen wir denn für so einen... Wo haben wir es denn? Nicht Markets und Quatsch. Storage Barn. 48 Holz, 16 Stein. Das haben wir doch locker, oder? Komm, setzen wir hin. Aber ich kann mir hier rüber noch rausgehen oder da runter. Aber das ist eigentlich zu nah. Oder? Den Weg sollten die doch eigentlich schaffen. Das sollten die doch hinkriegen, die Leute. Dann will ich lieber weiter unten noch einen bauen. Nee, ich lasse das mal so. Die sollen erstmal den Weg da laufen. So, wir drehen mal die Zeit schneller, damit hier auch was passiert. Oh, zehnfach ist vielleicht ein bisschen zu schnell. So, the lock is low. Wir brauchen mehr Holz. Wenn hier mal ein Förster... Wie viel habe ich denn schon? Ich habe ja schon 3. Es hieß ja, ich soll aufpassen, der Förster würde auch eventuell hier die Bäume weghacken, aber man sieht hier, der Förster hat seinen Range nicht bis darüber. Hier unten drin würde sich ein Förster noch gut machen. Und hier unten ist ja, wow, da ist ja richtig Stein noch zur Verfügung. Ich überlege mir gerade, ob ich einen Weg noch hier rüber baue. Eine Brücke hier hin oder ich ziehe den Weg hier runter. Dass wir hier unten vielleicht noch einen Förster einsetzen. Aber das wäre natürlich ein ganz schön großes Bauprojekt. Ich habe hier drüben auch noch Platz. Hier wollte ich mich ja eigentlich noch ausbreiten. Aber ich finde, das ist noch ein bisschen früh. Wie sieht es denn hier oben aus? Hier wäre auch Platz und da wäre der Weg weniger lang. Wie groß ist der Range von so einem Förster? So bei der Zoom-Stufe so ziemlich mittig. Vielleicht können wir hier oben noch einen reinsetzen. Was tun, sprach Zeus. Ich baue noch eine Brücke da oben. Ich baue auch hier noch eine Brücke. Das soll ja alles schön begehbar sein. Und von daher ziehen wir erstmal einen Weg hier rüber. So. Dann haben wir das schon mal markiert. Und eine Steinbrücke von hier bis dort. Lass mal die erstmal fertig bauen. Das geht schon. Oh, wir haben Laborer. Ne? Wir sind ausgebildete Leute. Dann würde ich doch mal hier auf den Förster das Maximum geben. Das Ding ist ja auch so gut wie voll. Und zwar... Forester. Da wird noch einer mehr. Und wir erhöhen auf jeden Fall hier das Lock-Limit. Mensch, hier stehen so viele Bäume, der könnte eigentlich ordentlich abbauen. Ob ich hier nebendran noch so ein kleines Storage-Barn mache?
Du bist die Forester. Na, jetzt hackt er ordentlich. Jetzt gehen sie aber ab. Komm, nochmal 1200. So. Wie voll ist das? 72. Da sollte man drauf achten, inwieweit das Ding so voll wird. Also wenn er jetzt hier am Abbauen ist. Wir lassen es jetzt einfach mal so. Optional reiße ich das Ding ab und baue ein größeres. Wie weit sind wir mit der Brücke? Sieht auch schon ganz gut aus. Ich würde gerne noch optional ein bisschen Holz hier oben rausholen. Und zwar dann einfach mit noch einem Forester. Wir haben wieder drei Leute. The lock is low. 54 ist nicht besonders viel, das stimmt. Aber vielleicht können wir da noch ein bisschen aufforsten. Uns mangelt es, Kohle ist am Herstellen. Eisen haben wir eigentlich auch genügend. Komm, hier setzen wir noch einen mehr ein. Dann haben wir zwei auf Tasche. Also von den Leuten, die dort arbeiten. Es ist schon wieder Winter. Wir sind im Jahr 31. Ich hoffe mal hier unser Boarding House, also wo die Leute, wo Nomaden einziehen könnten, wird bald befüllt sein. Was fehlt uns dann? Essen sieht eigentlich ganz gut aus. Und wir hatten ja einen Fehler gemacht, oder das war auch die Vermutung der Abonnenten. Ein Schneider. Ganz ehrlich, da würde ich gerne warten. Ne, da würden wir warten, bis wir mehr aufgestockt sind. Und zwar, als ich hier die Taverne gestartet habe und das Bier am Brauen war, ist mir das Essen ausgegangen. Und das liegt mit Sicherheit an den Feldern, die hier zu wenig produzieren, um gleichzeitig eine Produktion von hier Bier oder was das ist, auch noch mitzumachen. So. Ich brauche einen Förster. Das heißt, der kriegt hier drüben ein Haus. Ich muss nochmal kurz abschätzen. Ich zoome jetzt mal so lang ran, bis ich die Umrandung von dem... So, das ist der Range in der Zoom-Stufe eines Försters. Und dann würde ich gern hier anfangen. Und bis zu dem Fluss. So, dann müsste der ungefähr mittig sitzen. Das heißt, wir machen auf jeden Fall hier erstmal Pause. Damit ich nämlich das positioniere, weil hier ist gerade ein Händler angekommen. So, ich bin verrutscht. So, müsste passen. Ein Förster soll gebaut werden. Forester. So, passt das? Jo. Der soll seinen Weg hier hinbekommen. Dann kann er da nämlich noch Holz produzieren. Zack. Und dann flanschen wir den Weg da dran. Das, Moment, nein. Nochmal weg. Da drehe ich das ein bisschen. Weil sonst geht der Weg zickzack. Ja, das ist mein Gedanke dabei. So, nochmal weg. Ein Förster. Den drehen wir nach. So. Jetzt habe ich wieder die Position nicht. Verdammt. Doch, die Zoom-Stufe passt ja noch. Ist eigentlich egal. Und zwar hier geht's rüber. Und das soll bis hier hingehen. Und das ist gut so. Ja. Können wir schon einen Weg setzen? Oder ist da der Stein im Weg? Da können wir es nicht. So. Bis hier. Dann setzen wir hier an. Was ist denn das? Was ist denn das? Da will ich es nicht. Warum will er da nicht? Ist er ein Berg oder was? Ja, dann okay. So, so muss passen. Gut. Dann machen wir hier wieder auf. Achso, nee, Moment. Der Förster. So, der braucht aber ein Häuschen. Das drehen wir nach. So. So. Da wohnt er da gegenüber. Und der kriegt noch eine Lagerstelle. Und dann gebe ich gleich hier wieder Gas.
Da ist rot, da ist rot, da ist grün, da, da, so. Ein Stockpile. So, muss ja gar nicht so groß. 4x4, oder? Komm, 4x5. Da kann man noch einen größer. Da kann er vielleicht noch Steine hier in der Umgebung sammeln. So. So soll es sein. Gut. Wir sagen wieder einfach Play und gehen zu unserem Händler. Wo bist du? Was hast du zu traden? Wolle. Die nehmen wir auf jeden Fall komplett. Und, ups. So, 160, 96. Wir bezahlen ja über. Das ist zu wenig, das ist zu viel. Verdammt. Moment mal, 60. Kann man hier nicht kleinere Zahlen angeben? 30. Zu viel. 25. 100. 100 ist gut. Trade. Dann zahlen wir nicht so viel über. Und dann kann der Schneider mit Leder und Wolle einen einsetzen und jo, die Arbeit aufnehmen. Da oben, du musst da runter. Guti. Ja, dann lassen wir mal wieder laufen mit fünffach. Jetzt gehen sie dahin. Jetzt geht's los. Im Winter seid ihr alle fleißig, gell? Cool. Dann können wir auch mal hier sagen, abbauen, Eisen, hier weg. Aber wir geben auch eine Priorität hier drauf. Das Ding bitte zuerst fertigstellen. Jo. Na, da hat sich der Storage-Bahn hier doch schon gelohnt. Quatsch, diese, doch ist doch Storage-Bahn, oder? Bevor ich hier Quatsch erzähle. Stockpile, so. Gut, dann machen wir nämlich noch einen Förster hin, dann kann er noch ein bisschen Holz produzieren. Und das Holz werden wir hier oben lagern. Ich hoffe, dass, dann müssen die das immer abholen. Er baut es auf jeden Fall dahin und schafft es darüber. Finde ich gut. Können wir gleich mal sagen, abbauen, Stein. So. Da drüben ist noch Eisen, das nehmen wir auch gleich mit dann. Aber erstmal den Grat abbauen lassen. Wie sieht es eigentlich aus hier? Holz fehlt. Das bringen sie gerade hin. Gut. Bisschen außerhalb. The lock is low. Ja, 45 ist nicht viel, da hat er recht. Wir haben 4 Leute eingesetzt und die schaffen es hier nicht. 68. Ah, jetzt wird hier aufgeräumt. Gut. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Du wirst erst später eingesetzt. Der macht noch warme Klamotten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Es wird langsam. Der Friedhof hat auch noch Platz. Da bauen wir zur Not noch einen nebendran. Wenn es denn notwendig ist. Ach, die Gräber verschwinden auch nach den Jahren wieder. Okay. Dann wäre das wahrscheinlich gar nicht notwendig gewesen, so einen großen zu bauen. Ich dachte nur nach dem großen Sterben. Ihr trauert schön, gell? Es tut mir wirklich leid, dass der Minjas da so viel Quatsch gemacht hat. Es war eine harte Zeit, aber wir wollen nach vorne schauen, nicht zurückschauen und auch nicht nachtragend sein zu Minjas, denn ihr habt euren Glauben. 57 Mitglieder übrigens hier in der Kirche. Schä, was machst du hier? Wer bist du? Ein Kleriker. Mhm. Was? Raged. Okay. Hunter und As You Blazed. Okay. Mohammedan Herdsman, Gather. Moment, wir müssten auch mal bei den Fischer Leute wieder mehr einsetzen. Aber Moment, habe ich gerade Angst, wenn mir noch einer wegstirbt. Und zwar, da ziehen wir den einen Miner hier ab und lassen den mal auf Ersatz. Wie viele sind denn eigentlich in der Schule gerade? In der Ausbildung? 10. Das heißt, es geht demnächst los. Und wir haben auch noch 12 Kinder. Das heißt, es dürften so langsam Leute nachkommen. Essen sieht ganz gut aus mit 6000. Wir sind im Frühling. Und eigentlich insgesamt sieht es gut aus. Also so von den hier Medizin haben wir mehr als genügend. Im Krankenhaus haben wir auch nicht mal Patienten, denn unseren Leuten geht es wirklich gut.
Aber wenn eine solche ausbrechen sollte, oh Gott, was mir gerade einfällt, da wird mir gar nicht gut. Wir haben ja sogar Katastrophen an. Das heißt, es könnte sein, dass ab einem gewissen Punkt... Ach, wir haben schon wieder keine Wolle. So, dann hörst du auf zu arbeiten. Dass ab einem gewissen Punkt eine Katastrophe über uns hereinbricht. Und dafür ist es natürlich gut, dass wir... Nicht blöd. Wo ist es denn? Da, das Fenster habe ich weggemacht. Dass wir unsere Stadt auch ein bisschen mehr verteilt aufgebaut haben. Also, dass nicht gleich alles kaputt geht. Und... Schnell auf einfach. Ich werde mal wieder speichern, ne? Safe. Der Ton ist auf einmal alles so leise. Safe, einen neuen Spielstand. Da müsste ich auf jeden Fall auch mal... Oh, Laborer, bla 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 bla. Oh, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das ist das Wohnhaus, Hunter. Was, der Hunter wohnt hier oben? Ob ich noch einen Hunter einsetze? Ich meine, das Ding ist ja optimal gesetzt. Ist ja mitten im Wald drin. Wie sieht's denn aus? Können wir das Ding mal langsam fertig bauen? Da drüben ist noch Eisen. Hm, da kommt einiges zusammen. Die haben natürlich ganz schöne Laufwege bis da hoch. Naja, mal schauen. Mal schauen. Wir werden es erleben. Wo laufen ihr eigentlich hin? Ja, mal ein bisschen Geschwindigkeit. Warum laufen die hier rum? Oder bauen die was ab? Das schaue ich mir jetzt an. Wo gehen die hin? Ach, die bauen da hinten ab. Alles klar. Okay, bin im Bilde. Ah, jetzt wird hier weitergebaut an der Forester Lodge. So kriegen wir nämlich auf jeden Fall Holz rein, wenn wir den Teil hier oben in Ruhe lassen. Und dann können wir die Stadt hier unten aufbauen. Ach, das wird alles schön. Ich habe da noch so viele Pläne. Wer ist da ohne Beschäftigung? Verstehe ich nicht. Gut. Ah, da ist jemand gestorben. Am Alter aber. Das ist gut, weil Essen haben wir genügend. Ah, das verstehe. Hier sind zwei am Arbeiten. Sind die jetzt umgezogen oder was? Haben die sich jetzt aufgeteilt? Verlegten Überblick verloren.de. Hier unten. Ja, zwei von vier. Ja, dann setzen wir doch auch nur zwei hier ein. Und zwei hier oben. Wobei soll's passen? Wer bist denn du? Taylor, der Schneider, du hast keinen Job. Ja, wer hätte es gedacht? Denn wir haben ja kein Material da. Und ich hab... Ach, ich Idiot. Ich habe keine Schafe geordert. Ich wollte doch Schafe ordern. Dann hau ich nämlich, glaube ich, die Hühner raus. Kann ich das Ding eigentlich wie emptyen? Nö, ich könnte es abreißen und die Hühner Hühner sein lassen. Ich weiß nicht, ob die mir so viel bringen. 8 von 12. Wir bringen auf jeden Fall Leder. Oh, was ist hier? Die Gesundheit ist um ein halbes Herz gesunken, aber sie sind alle zufrieden. Hm. Wir haben auf jeden Fall wieder drei Laborer. Fischer. Ein Fischer. Hier ist der Fischer und ihr arbeitet ab heute wieder zu... Sind wir großzügig? Einen haben wir in Reserve, da müssen wir nachher umpositionieren, disponieren. Nee. Doch. Oder doch. Nein, ich weiß es nicht. Doch drei. Komm. Auf Anschlag. Dann kommt nochmal zusätzlich Essen rein. So, wie ist denn die Bilanz? Hier ist einer ohne Arbeit. Du bist ohne Arbeit. Hm. 41. Na gut, du hast es ja Ewald, ne? So. So alt wird ja keiner. Na, war ein Spaß. Der Minjas ist ja auch nicht weit von entfernt. Also, noch ein bisschen. So, ich gucke mir mal kurz den Range von der Forester Lodge an und dann werde ich mal den Befehl geben, Stein hier rausreißen, Eisen hier rausreißen. Da ist nämlich eine Menge hier, wenn ich das sehe. So, dann werden die das abbauen. Aber hier der Taylor ist ja dabei, den Rest abzubauen, gell? Also der baut ja entsprechend hier Stein und Holz ab. Ja, es läuft doch ganz gut. Es wird wieder geerntet. Wir sind im Sommer 32. Jahr, Late Summer. Es geht kurz vorm Winter.
Und ich würde sagen, wir setzen die Zeit mal wieder auf einfach und sind am Ende einer Folge. Aber es geht ja bald weiter. In 2 Tagen ist es wieder soweit. Eine weitere Folge banished. Und ich hoffe, Miniatropolis wird doch groß und prächtig. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen hoch da. Wir sehen uns zum nächsten Teil wieder von Banished. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.